So, und damit sage ich wieder mal Hallo und wieder mal habe ich mich keinen Schritt bewegt. Und jetzt habe ich die Schnauze voll. Schließen. Ich habe das Free Frag Network vergessen. Ey, upsala, da habe ich wohl einen Fehler gemacht. So, und damit geht's wohl ohne Probleme weiter. Der Ventilator dreht sich wieder. Und da scheint es wohl ein Stückchen zu fehlen im Rotorblatt. Das ist komischerweise hier hinter anscheinend auch immer rumhüpft, weil da verschwindet es und da haben wir es auf einmal wieder. Da hüpft es nach da und da haben wir es neu. Da ist also was falsch gemacht in der Programmierung. Guck mal, wir decken sogar Programmierfehler auf. Und es tut mir wirklich leid, dass ich kein Breitband habe. Ich habe immer früher Breitband gesagt und das ist falsch, so wie ich mir heute von meinem Vater habe sagen lassen. Na, wir haben jetzt in meiner Uhr nach Null. Jeder, der hier vorhin bei dem Steam-Ding nachgeguckt hat, der hat es gesehen, wie spät es hier ist. Ich kann es euch nochmal sagen, wir haben 12:45. Verzeih das Chaos, ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Dankeschön. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Also das, was wir schon kennen. Und hier sehen wir die tödlichen Laser und wie die Arbeiter damit viel, viel Spaß hatten. Das ist schön. Ah, guck mal, jetzt haben wir das Kammer 1 von 22. Wow. Tödliche Laser. Schön. Und da fährt anscheinend der Laser rein. Klar, das passt extra für uns neue Testkammern. Was ich ja persönlich von ihr sehr, sehr freundlich finde. Ah! Und guck mal, die schrägen Plattformen haben hier wirklich eine Auswirkung drauf. Muss ich sagen, da haben die auch an der Physik sehr schön gebastelt. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Oi! Ah, hier sehen wir es jetzt besser. Komm mal, ein Riesenlaser. Schießt. Da haben wir ein blaues Portal und da haben wir ein orangenes Portal. Moment! Großer Schussteil. Schießt. Blaues Portal, orangenes Portal und Komprimator. Die schicken uns das Ding mit einem Portal? Klar, das schickt uns unsere tödlichen Laser mit Portalen? Und ich dachte, die seien mit der Technik ein bisschen fortgeschrittener. Ah, so leicht kann man sich irren. So leicht kann man sich irren. Immer noch die Laser. Zum nächsten Test gehören Entmutigungsumlenkungswürfel. Oh. Ich hatte sie gerade vor deiner Episode fertiggestellt. Oh. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Schön, einer müsste in der Ecke sein. Ecke? Ich glaube da drin, oder? Ah, guck mal, wir haben Kubus, der uns auf den Kopf fällt. Ein Schalter, den wir bewegen müssen. Die tödlichen Laser. Und unser Kubus. Wie wir sehen, kann man diesmal diese Monster flambieren. Und selber irgendwo draufstellen, ertrinken, nicht trinken und erschossen werden. Also, springen. Schön. Hoppa. Sehr lustig. Danke. Ach egal. Ich lasse es jetzt einfach mal. Ich wollte was ausprobieren. Ah, ich baue mir eine Treppe. Das Rot macht mich doch ein bisschen nervös. Vor allem, da die Teile anscheinend nicht wissen, wie man sich hinbaut. Der da weiß es anscheinend auch nicht. Okay, klar, das ist anscheinend immer noch ein bisschen durcheinander. Ah, wir sehen, was wir zu tun haben.
Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ich weiß. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Interessant. Ich weiß, dass ich schrecklich bin. Ich mach Portal 2, obwohl ich schon gespielt habe. Ich versuche ein bisschen mit GLaDOS zu interagieren, damit ich ein bisschen Gesprächsstoff habe. Sie ist eine nette Frau. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Danke für die Info. Also, Geheimnis. Meine echte Mutter hat mich noch lieb. Und die schläft jetzt gerade. Ich wohne auch bei ihr. Ich bin nämlich erst 17. Und das darf GLaDOS nicht wissen. Ja, GLaDOS, meine Mutter hat mich auf der Türschwelle ausgesetzt. Hm? Wir wissen's besser. So, da haben wir wieder tödliche Laser. Die Marklaser. Komm, das sieht jetzt kann man nicht irgendwie bekannt vor. Geheime Kammer. Ach, du wirst blockiert. Blöde Platte. Blockierst dich ja schön. Ich bin gerade überlegen, wohin wir den Laser schießen müssen. Fast. Ein bisschen zu hoch. Schön. Der trifft. Am besten nur noch wissen, was man aktiviert hat. Oh, nicht ein Laserspring. Ah, ich verstehe. Entschuldigung, war ein bisschen langsam gerade. Ja, Phil. Ja, Phil, ein bisschen trifft's gut. Also, ich möchte nicht hoffen, dass irgendwann so ein Witz kommt, weil die sind einfach nicht nett zu Menschen und ich habe gehofft, wir können uns von dieser Masse. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Ja, danke. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Das sind Traumgespräche. Aber ich zurück zu dem Kommentarding. Ich hoffe, wir sind nicht auf diesem Niveau, wo man auf beleidigende Art hantieren muss, denn ich werde ohne Wenn und Aber diese Kommentare löschen und höchstwahrscheinlich auch den Nutzer blocken, der das gemacht hat. Weil auf irgendeiner Ebene ist einfach nicht mehr ganz in Ordnung. Ich weiß, dass ich in meinem Verhalten auch manchmal unter aller Sau bin. Moment. Okay. Tot. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Also, Video gucken. Wir sehen eine Tür. Da öffnet sich ein Weg. Mensch kommt. Weg bricht ein. Mensch ist weg. Ich guck mal an, wie sie hier so vorankommt. Eines muss man hier lassen. Abgesehen von der Schräglage ist der Raum richtig schnell aufgeräumt worden. Und auf in die Schräglage und raus aus der Schräglage. Und eine Etage tiefer. Okay. Mal gucken, was passiert, wenn ich da hinten bin. Ich
krieg einen Kubus. Das ist sehr freundlich. Danke, Gladys. Für diesen Kubus. Ah, wir verstehen. Okay, ich muss jetzt orange platzieren. Hopsa. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Ey, ich habe ein paar Pfunde zugelegt, aber ich bin nicht fett. Wir haben durch das Portal gesehen, ich habe noch eine wunderschöne Körpermasse. Ja, ich weiß, ich tue gerade so, als ob ich die Person bin. Aha. Und du hast gesagt, ich soll langsam, also mache ich jetzt langsam. Genau, was mir aufgefallen hat. Ja, entleer erstmal den Lüftungsschacht. Bist ja auch nicht einer der gerade der schnellsten Sorte. Fetti. Das war jetzt auf Gladys gerichtet, daher. Ich. Also. Jegliche Art, auf der ich beleidigen sollte. Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie was im Hals gehabt. Da bitte ich wirklich drum, dass man sich benimmt. Neues Video, was man nicht ganz gucken kann. Aber wie wir hier sehen, irgendwie eine Art Druckding mit viel Gewicht. Wenn das draufkommt, fliegt es. Gut zu wissen. Jetzt haben wir anscheinend Sprungplattform. Ich krieg einen Kubus auf den Kopf, kann er trinken und Sprungplattform. Sprungplattform ist neu. Mach mal bitte auf, Klados. Danke. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Okay, es funktioniert. Und Flug! Kurs greifen und perfekt! Und ein Rückzug! Schau mal, hat doch funktioniert! Du atmest übrigens keine echte Luft. Ah. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ja, eigentlich schon. Ich fand's interessant, sehr lehrreich. Das heißt, wenn wir zu lange brauchen, ersticken wir. Wir werden als Test ersticken. Schön. Da kann Klaus mich auch nicht wiederbeleben, weil ohne Sauerstoff werde ich niemals wieder auf den Beinen sein. Das heißt, irgendwann sind wir eh gesichert, ne? Das macht doch Spaß. Aber so wie wir jetzt in den ganzen Aufzug stören sehen, ist irgendwo eine Wand kaputt und... Was gibt es im nächsten Test? Katapultplattformen. Schön. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Du kannst mir hinschicken, damit ich dir helfen kann. Aber du willst ja nicht. Mach's dir mal eben sauber? Danke. Ein Sorgklus durch Luft segeln. War das ein Hinweis? Ja, war es. Dann gehen wir mal drauf und Geronimo! Treffer? Oh, lass uns treffen. Ach, Kacke. Okay, ich muss mit Blau gleich arbeiten. Nicht vergessen, wir arbeiten jetzt mit dem blauen Portal. Blau, perfekt! Und rein! Und raus. Und nochmal springen. Sind wir nicht wirklich schön durch die Luft gesegelt? Ansicht vergrößern. Ah, schön.
Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Moment. Ist den Müll, der auf dich zurast. Den brauchen wir nicht. Radio! Verdammt, verpasst. Du musst nicht mit dem Müll testen. Es ist nur Müll. Okay. Drück den Knopf nochmal. Dann schmeißt mir was Schlimmes am Kopf, wie eine Bombe, ne? Obwohl ein Bonbon wäre jetzt ganz nett. Ich kann euch übrigens noch was ganz Lustiges zeigen. Weil wenn ich hier den Knopf nochmal drücke, löse ich der ehemalige Kubus auf. Ich fand das halt einfach ganz lustig, so zu zeigen. Dann lassen wir mal die DVD verschwinden. Und kriegen einen Kubus in die Fresse. Nein, tun wir nicht. Ach, das reicht auch so. Schön. Ich habe jetzt erstmal nicht geschaltet, wie ich den Kubus hier loswerde. Ich bin treffsicherer, als ich dachte. Schön. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. Schön. In Wirklichkeit meinte ich dich. Oh. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Oh. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Danke. Ich muss ja ehrlich sagen, Glados hat sich ja gebessert im Laufe der Zeit. Wirkt viel freundlicher. Wo wir apropos bei freundlich sind. Und schon wieder beende ich die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.